Guten Morgen. Ihr seht schon, wir sind auf dem Weg zum Auto, denn wir sind heute bei der Firma Schunk bei den Firmenerlebnistagen. Und was euch da erwartet, seid gespannt. Was hast du denn heute vor? Was macht ihr denn heute? Also so eine Lokomotive. Also ich bin Laura Rieder und ich mache jetzt beim Schunk Ausbildung als Zerspannungsmechanikerin und bin jetzt noch im ersten Lehrjahr. Warum entscheidet man sich für eine Ausbildung bei Schunk? Also zuerst wusste ich selber nicht, was ich genau machen will. Und dann habe ich eben hier ein Praktikum gemacht, zum einen als Zerspannungsmechanikerin und als technische Produktdesignerin. Mir hat aber das hier drin, also das Handwerkliche, einfach besser gefallen. Und jetzt nach dem einen Jahr kann ich auch sagen, dass es wirklich die richtige Entscheidung war, zu Schunk zu gehen. Weil es ist einfach egal, wenn man irgendein Problem hat oder so, wenn man Hilfe braucht, man kann einfach zu jedem gehen, jeder hilft einem, sind alle freundlich. Und wegen dem, ja, bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Entscheidung. Ja, da war ich auch schon mal dabei, aber nicht im handwerklichen Beruf, sondern bei der Polizei, aber das war dann doch nicht meins. Okay, ja, aber genau dafür ist es ja da, dass man da die Orientierung findet. Wie würden Sie das Projekt Work at Sick ganz spontan mit 3 Worten beschreiben? Informativ. Ich finde es auch interessant, also einfach, wie man sieht, was für verschiedene Gesichter hier auch teilnehmen, auch in den verschiedenen Formen. Und ich würde sagen, spaßig, wenn man einfach auch an uns sieht, also uns macht es Spaß als Azubis und auch unsere Besucher, macht man einfach ihren Spaß dran. Mit was geht es da jetzt bei dir weiter? Also wir drehen jetzt hier das und biegen das und ja. Und was kommt da später dann da drauf oder für was sind da diese Schrauben? Also mit den Schrauben dreht man das jetzt sozusagen da rein, um es dann fertig zu biegen. Alles klar. Was machst du denn da gerade? Ich tue jetzt Erdzeine und um ein Loch zum Bauen. Magst du vielleicht mal ganz kurz in die Kamera halten oder so, dass man sehen kann, was das ist?